Fahre die Elektrorakete und rette den Planeten. Kann ich eine große Umarmung bekommen? Wo fährst du hin? Ich sehe mir die neue Entwicklung an, die wir schaffen. Okay, das ist das Grundkonzept. Wow, ich könnte hier sitzen, aber ich bin die ganze Zeit beschäftigt. Diese Bemühungen sind Teil eines Aufbaus einer yogischen Stadt, um eine Vielzahl von Unterkünften zu bauen, von einzelnen Villen über große Häuser bis hin zu Wohnungen und Schlafräumen und einer Vielzahl von Dingen, entsprechend dem Budget der Menschen. Für diejenigen, die bewusst leben wollen, für diejenigen, die sich um ihr inneres Wohlbefinden bemühen wollen, eine Stadt zu schaffen, entweder als ständigen Wohnsitz oder für einen bestimmten Teil des Jahres, an dem sie kommen und gehen wollen, eine Vielzahl von Möglichkeiten für Menschen, die etwas dafür tun wollen. Leben in einer bewussten Gesellschaft, unter Menschen zu leben, die sich über alles, was sie tun, bewusst sind, wird der größte Segen sein. Bewussteres Leben muss definitiv passieren. Das ist also die ganze Anstrengung. Hier sind wir im Isha Institute of Inner Sciences, Tennessee. Dieses große Gebiet, das wir hier haben, all das ist, es ist alles Teil des Ashrams, über 9000 Hektar. Für die meisten Menschen wird das Leben leider in bloßen Transaktionen vergeudet. Menschen beginnen zu glauben, dass Transaktionen der Weg des Lebens sind. Was kann ich von dir bekommen? Ist im Grunde das Fundament aller Transaktionen. Wir müssen maximal 5% unserer Zeit für Transaktionen aufwenden. Maximum in Transactions. Das sollte die Zeit sein, die wir auf dem Marktplatz verbringen. Aber die meisten Menschen verbringen nicht nur den größten Teil ihrer Zeit auf dem Marktplatz. Ihr Leben selbst ist zu einem Marktplatz geworden. Ihre Familie ist zu einem Marktplatz geworden. Denn überall gibt es eine Kalkulation. Was habe ich von dieser Transaktion? Sich zu bewegen von Transaktion zu Transzendenz ist ein sehr wichtiger Schritt, den die Menschen machen müssen, wenn sie den Wert des Menschseins kennen sollen. Das transaktionale Leben ist sehr uninstinktiv und im Grunde ein Überlebensprozess. Verherrliche den Überlebensprozess nicht zu solch einem Maße, dass du dadurch alle anderen Aspekte des Menschseins verpasst. An einem konsekrierten Ort zu leben, ist also sehr wichtig für diejenigen, die auf sich selbst achten, für diejenigen, die auf ihre Familien achten, für diejenigen, die sich darum sorgen, zukünftige Generationen zu einer sehr gesunden und glückseligen Generation zu nähern. Wenn dies geschehen soll, muss es konsekrierte Orte geben. Diesen Ort zu erwerben hat also viel Mühe gekostet. Und zu konsekrieren wird jetzt noch viel mehr Mühe kosten. Aber wir wollen große Teile dieses Landes konsekrieren, damit die Menschen in dieser Art von Raum leben können.